Der Applaus der Fans zeigt, das 1:1 gegen Rot-Weiß Erfurt ist jetzt kein Ergebnis, was die Jungs und Mädels auf der Tribüne verärgert hat. Die Leistung hat gestimmt, sie haben gesehen, die Mannschaft hat gekämpft, die hatte eigentlich den Sieg auf dem Fuß. Ihr habt euch natürlich ein bisschen geärgert nach dem Schlusspfiff, dass es eben kein Dreier geworden ist. Wie sieht deine Analyse aus, Lukas? Ja, ich denke, wir haben uns heute viel, viel mehr vorgenommen. Wir wollten unbedingt den ersten Heimsieg einfahren heute. Das hat leider nicht geklappt. Deswegen ist die Enttäuschung auch ein bisschen groß. Wir hatten die Möglichkeiten, hier das Ding einzufahren, aber uns heute einfach das Quäntchen Glück ein bisschen gefehlt. Und jetzt müssen wir versuchen, in Rostock daran anzuknüpfen, an der Leistung, und versuchen da auch was Zählbares mitzunehmen. Thomas, wir steigen auch bei dir neutral ein. 1:1 gegen Rot-Weiß Erfurt. Nicht verloren, aber eben auch nicht gewonnen. Wie siehst du das Spiel? Ja, ich sehe es auch eher positiv. Der Trainer hat es eben, glaube ich, auf der Pressekonferenz gesagt, mit 5 Punkten aus 3 Spielen. Wir haben noch nicht verloren, haben einen sehr ordentlichen Saisonstart hingelegt. Und wenn wir auch das Spiel von Aalen, das erste Halbspiel, Revue passieren lassen, heute waren wir jeweils die Mannschaft mit den größeren Chancen, die den Sieg eher verdient gehabt hätte. Und wir betreiben unheimlich viel Aufwand. Die Fans honorieren das auch und gehen auch nicht enttäuscht nach Hause. Auch wenn wir selbst natürlich enttäuscht sind über die Chancen, dass wir sie nicht reinmachen. Aber wenn wir die Leistung immer in Heimspielen auf den Platz bekommen, dann werden wir auch Heimsiege feiern. Ich zitiere noch einmal, den Trainer hat eben gesagt in der Pressekonferenz, wenn mir einer vor dem Saisonstart gesagt hätte, 5 Punkte aus 3 Spielen, ich hätte das sofort unterschrieben. Du auch, Lukas? Klar, auf jeden Fall. Wenn das von vornherein so gewesen wäre, dann hätte man das auf jeden Fall unterschrieben. Aber wenn man jetzt die 2 Heimspiele nochmal Revue passieren lässt, dann im Endeffekt haben wir eigentlich 4 Punkte liegen lassen, weil wir waren 2-mal die bessere Mannschaft. Und klar ist das bitter, dass wir die Siege nicht eingefahren haben, aber jetzt müssen wir gucken, dass wir darauf aufbauen. Dennoch, wenn man mit so einer völlig neuen Mannschaft in eine Saison startet, wo die meisten Mannschaften auch neu formiert wurden, man weiß nicht, wo man steht. Jetzt sind 3 Spiele rum, man hat 1 Spiel gewonnen, 2-mal unentschieden. Wie sieht so deine Startbilanz aus? Eigentlich wäre es so gewesen, dass wir Aalen das Heimspiel und heute gewinnen und in Aalen letzte Woche ein Unentschieden. Das wäre schon gerechter gewesen, da hätten wir 2 Punkte mehr. Aber wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, wir haben noch nicht verloren. Das ist auch eine Qualität von der Mannschaft, dass wir letzte Woche einen Ausgleich bekommen in der zweiten Halbzeit und trotzdem dadurch aber nicht aufstecken, sondern wir wiederum den 2-1-Siegtreffer gezogen haben. Und das zeigt, dass die Mannschaft absolut intakt ist, die Moral intakt. Und gerade bei so einer jungen Mannschaft und neu zusammengewürfelten, denke ich, hätte keiner gedacht, dass das so schnell geht, die Integration und alles. Und wir haben eigentlich eine gute Truppe zusammen bis jetzt. Der Trainer hat gesagt, da wächst was zusammen, da kann was draus werden. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein könnten. Was habt ihr so für ein Gefühl? TuS Koblenz im Jahr 2010, Saisonstart, 3. Spieltag. Wie viel Potenzial steckt noch in der Mannschaft? Ja, ich denke, es steckt sehr viel Potenzial in der Mannschaft, weil wir sind alle sehr jung, wir sind hungrig, wir wollen alle noch weiter uns weiterentwickeln. Der Trainer macht eine super Arbeit, der strahlt absolute Ruhe auf uns aus. Man sieht richtig, dass er Routine hat und das sieht man auch bei uns, weil wir versuchen, in jedem Training Gas zu geben, uns weiterhin zu entwickeln. Und ich denke, hier entsteht was. Wenn wir mit den Fans zusammenwachsen und wir auch Gas geben, dann kann auf jeden Fall was entstehen. Bloß, wir müssen die Erwartung nicht zu hoch halten, weil wir sind eine junge Mannschaft, wir müssen uns noch weiterentwickeln und dann muss man von Tag zu Tag weitersehen und die Ziele stecken und dann versuchen zu erreichen. Am Anfang, ja, darf ruhig nach jeder Antwort applaudiert werden. Am Anfang der Saison ist es ja immer schwierig, ein Ziel zu stecken, das man an einem Tabellenplatz festmacht. So nach dem Motto, wenn wir nicht wenigstens, was weiß ich, Zehnter werden, dann war es eine Scheißsaison. Jetzt nach 3 Spieltagen kommt man dann so eher drauf, wenn man auch irgendwo sich in der Tabelle einzuordnen und zu sagen, da müssten wir eigentlich am Ende stehen, wenn alles gut läuft, oder ist es immer noch zu früh dafür? Ist absolut immer noch zu früh. Toll, 5 Punkte auf jeden Fall zu haben. Wie gesagt, noch nicht verloren zu haben. Das haben noch nicht viele Mannschaften bis jetzt geschafft. Aber man muss nach 6 bis 8 Spielen, kann man mal so langsam sehen, wo man steht in der Liga. Wir haben jetzt auch Mannschaften gespielt, die ungefähr auf unserem Level sind. Es kommen noch stärkere, es kommen noch schwächere. Und dann wird man schon eher sehen, was wir spielen. Aber so schnell bei einer komplett neuen Mannschaft, so schnell so gefestigt zu sein, das ist gut. Das ist eine gute Arbeit vom Trainer, vom ganzen Team, von der Mannschaft. Und wenn wir den Weg weitergehen, dann spielen wir auf jeden Fall eine gute Saison. Wenn wir nicht von Verletzungen da verschont bleiben,
denke ich schon, werden wir die ersten 10 Plätze erreichen. Der nächste Gegner heißt Hansa Rostock. Die haben heute federn lassen müssen und die wollen wahrscheinlich das am Sonntag vor heimischer Kulisse wieder gut machen. Was ist drin, realistisch betrachtet, was rechnet ihr euch aus? Ja, wir müssen jetzt erstmal versuchen, dass wir da nicht verlieren, weil jeder weiß, Rostock in dem Stadion, da werden bestimmt 15.000 kommen und das ist schon was anderes. Gerade für junge Spieler, für uns ist das eine ungewohnte Situation, weil viele haben da noch vor so vielen Zuschauern noch nicht gespielt und wir müssen versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten und dann muss man einfach gucken, was daraus entsteht. Wir sind immer für ein Tor gut und das muss man einfach da versuchen und dann wird das schon klappen. Schwere Aufgabe am Sonntag, eine schwere Aufgabe auch am Sonntag darauf. 15. August, das Heimspiel im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf, die auch mit ganz, ganz vielen Fans, glaube ich, hier anrücken werden. Da müssen also die TuS-Fans noch mehr Gas geben als sonst, damit das da atmosphärisch auch passt. Was rechnet ihr euch da aus? Ich denke, die Chancen stehen 40-60. Also das ist ja schön. Wir sind ja froh, wenn die Düsseldorfer 4.000, 5.000 mitbringen. Dann ist das Stadion voll. Wir haben 10, also 2/3. Und das ist ein Pokalspiel, wir spielen zu Hause, die spielen eine Liga höher. Klar haben die letztes Jahr eine super Saison gespielt, aber das ist für sie das erste Pflichtspiel. Wir haben dann schon 4 Saisonspiele hinter uns, sind schon gewissermaßen eingespielt und die wissen noch nicht so, wo sie stehen und da drin sehe ich eigentlich unsere Chance. Und ich denke nicht, dass es da eine klare Sache wird. Gut möglich, dass es in die Verlängerung geht und dann wollen wir mal sehen, ob die fitnessmäßig auch schon so weit sind wie wir dann. Das werden wir dann sehen. Und gegen Ende der letzten Saison haben wir sie auch geputzt hier. Schauen wir das nochmal. So, jetzt gucke ich in die Runde. Fragen der Fans. Ich möchte Hände sehen und sind alle wunschlos glücklich. Keiner möchte wissen, welche Farbe die Socken vom Lukas haben oder die Unterhose vom Thomas. Ja, die Dame? Oder? Da muss er nach vorne kommen, von da hinten, das ist zu weit. Eine Frage hinten aus der dritten Reihe, oder? Das war nicht ernst gemeint. Doch, jetzt. So. Toll. Bitte schön. Das ist schon eine blöde Frage, aber du warst vorher in Mayen, Trier, Lautern. Wie kommst du nach Koblenz? Ganz frech, ne? Aber ich hoffe, du beantwortest sie gut. Ja, ich habe mich versucht, immer zu steigern. Zuschauermäßig habe ich das auf jeden Fall. In Mayen waren es 500 bis 1000. In Trier waren es dann so 5000. In Lautern war es mal da nicht so oft vergönnt, im großen Stadion zu spielen, sondern nur bei den kleinen, vor 300, 400. Und jetzt haben wir einen Schnitt von 6.000 und mit Düsseldorf haben wir das Stadion voll, 15.000. Und dann macht es mir doch sicher mehr Spaß, hier zu spielen, als vor ein paar hundert. Ne? Ja, er ist jetzt angekommen, sozusagen. Ja. So, das war Daumen hoch für klasse Antwort. Wer hat noch eine Frage? Ja? So, jetzt kommen die gefährlichen Fragen. Jetzt kommt eine Dame. Achtung. Hallo. Also ihr seid wirklich eine tolle Truppe. Ich habe die zweite Liga von Anfang an mitverfolgt. Ja, überwiegend Söldner hatten wir da in Koblenz. Ihr seid ehrgeizig. Das Einzige, was ich bisher vermisse, ihr traut euch nicht wirklich mal aus zweiter, dritter Reihe auf Tor zu hauen. Warum? 10 Bälle vorbei, der 11. geht rein. Einfach draufhauen. Nicht eintragen. Also einfach drauf, was sagt ihr dazu? Ja, es ist immer leichter gesagt als getan. Klar, müssen wir versuchen, auch öfter den Abschluss zu suchen. Ihr könnt das. Ja, gut. Dann versuchen. Gut, dann. Also, wenn man meinen Versuch heute am Ende gesehen hat, dann müssen wir auch viel üben, ja. Okay. So. Haben wir noch jemanden, der was fragen möchte? Also ist nicht der Fall, dann wünsche ich allen einen schönen, angebrochenen Abend. Kommt gut nach Hause, wir sehen uns spätestens am 15. August wieder. Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.